Nur schön. Mit dem weiß ich immer noch nicht genau, wie ich es mache. Wo der hinkommt. Dazu müsste ich auch entscheiden jetzt mal. Wenn wir die halb und halb machen, dann könnte das interessant aussehen. Das heißt, die mittleren hier, die müssten passen. Okay. Das machen wir auch mit Tombow, weil das nämlich so glatte Flächen hat und dann das hält einfach besser. Ich hoffe, ich schmiere mir das nicht wieder irgendwo an den Finger. Wie war das? Nicht an die Finger? Ich krieg einen Föhn. Ätzend. Dieser hier. Geht das? Ja. Okay. Glatt auf glatt klebt nicht. Selbst mit Tombow muss man da viel Überredungskunst aufbringen. Ach so, die werden wir auch mit. Ungern, dass das hervorquillt. Auf sowas stehe ich nämlich überhaupt nicht. Doch, das mag ich. Das gefällt mir. Das ist ein bisschen schmaler. Da hätte man jetzt konsequenterweise einen glatt glänzenden, einen hochglanzglänzenden Strassstein nehmen können. Müssen nicht, aber können. So. Das mag ich. Das ist schön. So, jetzt fehlt mir das hier schon wieder. Ach nee, echt jetzt? Wo bist du? Wie mache ich das? Ich weiß nicht, wo ich das hinsetzen soll. Und vor allen Dingen, was mache ich da für einen Rand? Das habe ich jetzt rund abgeschlossen. Dann sollte ich das auch rund abschließen. Hm? Wird wohl besser sein. Welche Stanze nehme ich dafür? Mal gucken, ob die geht. Das ist eine Etikettenstanze. Und ich lege hier einen schmalen Streifen Cardstock unter, weil manchmal, wenn die Papiere zu dünn sind und Pergamentpapier neigt dazu, das spleißt dann an manchen Stellen so komisch auf. Schneidet nicht richtig. Und da lege ich dann ein bisschen Papier unter.
Und dann kommt das hier rein. Und dann passt das. Quatsch. Das kommt ja weg. Muss ja nicht dieses Papier sein, ne? So. Ist ein bisschen fummelig, das genau in der Mitte zu treffen und dass es an beiden Seiten dann auch gleich ist, die Rundung. Hoppala. Müll. So. Und dann. Nehme ich einmal Prickelmatte und setze hier gleich ein paar Brads ein. Lass mir rechts und links natürlich Platz, weil ich ja da das noch schneiden muss. Mittig durch. Da noch reinkomme dann. Ja. So, dann kommen die natürlich. Festdrücken und dann nochmal hier rein. Ist das schön? So, das verlorene Kind ist wieder da. Lassen. Dann fällt mir noch was ein. Dann machen wir die kleinen, die verteilen wir noch darauf, darauf, hier vielleicht rum. Ich glaube, das können wir lassen. Mit schräg, das passt nicht. Das wird nichts. Und hierhin, da habe ich dann hier so eine Lücke. Ich glaube, das mag ich nicht. Nee, wir machen das hier hin. Ich glaube, das ist gut. So, hältst du? Ja. Jetzt müssen wir wieder kleine
Luftblasen hier. Was soll das? Ja, das ist doch süß. Das kommt mir nicht schmal genug raus hier. Ich möchte da unten noch einen hinhaben. Viel zu dick. Gut, dass wir die andere Klebeflasche genommen haben. So. Ja, es könnte noch kleiner sein, ne? Noch kleiner habe ich aber nicht. Genau. Ups. So, und dann werden wir noch hier den dicken. Warum nicht? Ja, ich glaube, das passt. Jetzt brauche ich noch mal dünne. Zwei Stück. Immer nur am Suchen hier. Da ist er. Ja, ich glaube, das mag ich. Aha. Das musst du von unten reinschieben. Gott sei Dank macht man das nur einmal. Genau. Ja, so ist doch schön. So passt das. Genau. Ja. Ich glaube, das reicht dann auch. Mehr braucht es nicht. So. Was hier natürlich jetzt schwierig ist, mit dem Hinlegen, ne? Das steht hier immer hoch.
So, wir haben gesagt, hier kommen die Federn hin. Hoch. Das wird sehr zugedeckt hier. Das mag ich nicht. Ich glaube, das habe ich falsch gedacht. Nein, es wird ja untergeschoben. Da muss ich das aber mit Abstandshalter machen. Das hätte ich bei den anderen auf der anderen Seite vielleicht auch machen müssen können sollen. Was haben wir denn noch an Federn? Die Pfeile würde ich gerne auf das andere setzen, die zweite Seite mit diesem Muster. Haben wir noch das hier, das ist das gleiche. So. Ist das schön? Keine Ahnung. Ein, da muss ich mal noch mal, da muss ich wieder tauchen gehen. Ihr seht, das ist ein sehr bewegtes Arbeiten. Nicht zu vergleichen mit den anderen, mit den Scrapbook-Alben, die wir ja so nennen, obwohl es ja keine sind, weil das ist ja das eigentlich originale Scrapbook, diese Layouts erstellen und das andere, was wir daraus gemacht haben, das nennen wir ja nur so. Habe ich gelesen, ob das so ist, alle Scrapbooks. Mit den Aufbauten, das geht dann doch schneller oder ist zügiger. Hier muss man unheimlich viel denken zwischendurch und dann wieder verwerfen und nochmal neu anfangen. Oder wie gesagt, dann findet man was, was man vorher gar nicht auf dem Radar hatte und dann verändert sich der ganze Ablauf. Ich muss nochmal in mich gehen. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Ich habe gefunden Sticker, die ich ursprünglich für ein ganz anderes Projekt geplant hatte, aber ich finde, die müssen von Action sein. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe mir jetzt rausgesucht, in diesen Färbungen, wie das zu diesem Papier passt. Dieser Vogel, wir sagen jetzt mal einfach, das ist ein Eisvogel, obwohl das ja Faunfedern sind. Ich habe hier aus der Serie von Graphics 45 dieses Color Your Life, nee, Kaleidoskop heißt die Serie. Da habe ich mir einen V rausgeholt, um die Verbindung mit den Faunfedern zu haben in Lila. Dann gibt es auf diesen Bögen, gab es hier so Blätter. Die habe ich runtergenommen. Das will ich definitiv woanders mit einfügen. Katzenstrickzeug, so Herbstblätter, das passt alles nicht dazu. Das ist mir zu rot, braun, pinklastig. Das ging nicht, aber diese gehen und das sind Sticker. Jetzt habe ich das erstmal auf schwarzen Karton geklebt. Das werde ich jetzt ausschneiden. Ich habe einmal dieses Blumenmotiv. Das werde ich hier unten hinsetzen. Wahrscheinlich erhöht auf 3D-Klebepads. Und diesen Vogel. Der Spruch, kein Kuchen ist auch keine Lösung. Den setzen wir hier hin auf den goldenen Fleck. Und da werde ich die Verbindung mit der Fotomatte dann herstellen. Und dann kommen hier die Blätter noch rum. Und die anderen Teile muss ich mal gucken, wo ich die hinmache. Was ich jetzt noch so, und dann habe ich diese tollen Strasssteine noch gefunden. Die gab es auch mal beim Action. Offensichtlich gibt es die nicht mehr. Ich hatte versucht, die noch mal zu bekommen. Die gab es in Gelbtönen, in Blau-Grüntönen und in diesen Lila-Tönen. Das war auch nur ein so ein Bogen immer drin in dieser Verpackung für ganz schmales Geld. Aber die waren total schön. Oh, die hätte ich gerne noch mal gehabt. Aber dann nehmen wir jetzt die lilanen, weil die lilanen Steine, die passen natürlich wie A auf einmal zu dem Papier. Das bleibt. Die Federn machen wir dahin, damit wir die Fotos da so ein bisschen festklemmen können. Mehr embossen werde ich hier nicht. Jetzt muss ich nur halt gucken.
Ich möchte das gerne ohne den weißen Rand haben. Aber da bleibt ja trotzdem da innen drin das Weiße. Und das alles mit dem Skalpell ausschneiden, ich glaube, da habe ich keine Lust drauf. Ah. Die muten fast 3D an. Das ist wunderschön. Aber das muss ich noch mal denken. Dann fangen wir hier mal an. Der Vogel ist ja einfach. Ist ja nur gerade rum. Wir üben mal bei so einem kleinen hier, ne? Also ein bisschen weiß bleibt da doch zu sehen. Das kann ich nicht verhindern. Aber dieser dicke weiße Rand, ich glaube, das mag ich nicht. Das braucht es dann nicht. Das geht, glaube ich. Mit dem schwarzen Passepartout wäre das schöner. Dann müsste ich es noch mal auf Schwarz raufkleben und dann ein bisschen weiter ausschneiden. Ich glaube, das mag ich leiden. Aber so nicht. Gut, das mache ich mal. Aber lasse ich den Zeitraffer laufen. So finde ich das ganz schön. Aber diesen zweiten will ich mir aufheben, will ich auf die andere Seite machen. Da machen wir das mit den Pfeilen. Da muss ich jetzt doch noch mal an den PC und mir solche Teile machen. Ich weiß, ich habe da einiges zu liegen zum Ausschneiden und dann so als Embellishments aufzusetzen. Und da muss ich stattdessen, möchte ich dann diese beiden da noch mit einfügen. Aber das machen wir morgen. Das war's für heute, meine Lieben. Ist lang genug wieder. Ihr seht, wie aufwendig das ist und wie viel Arbeit das ist. Und das ist nicht so wie die anderen Bücher.
Und von daher mache ich da doch viel alleine. Das war keine so gute Idee, das als Watch Me Craft zu machen. Die grundlegenden Dinge ja natürlich. Aber dieser Findungsprozess bei den Layouts, der scheint dann doch etwas schwieriger zu sein. Oder es liegt an mir. Das kann natürlich auch sein. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Tata!